Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamo und wir schauen uns heute einen Bienenstöcke an. Dazu muss ich aber auch sagen, wir haben hier zwei Bienenstöcke eben halt dann drinne und einen Palettenspawnplatz. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt hier einmal noch Holz. Ja, so ganz normalen Bienenstock, eine Zarge. Ne? Bereich sehen wir gleich schon hier 2000 Meter. Von eben halt an dieser Station her aus. Dann hätten wir noch mit involviert eben hier einen rostigen, ja, altes Auto. Haben wir auch einen Bereich von 2000 Metern. Und eben halt dann hier unsere, ja, Paletten-Spawn-Punkt. Aber dazu schauen wir uns das Ganze jetzt einmal kurz in unserem Kauf- und Baumenü einmal kurz an. Und zwar gehen wir jetzt in den Bereich Tiere und bei den Bienen. Da hätten wir im hinteren Bereich einmal den Bienenstock mit einer Zarge. Kostenpunkt liegen wir dann da bei 875. Ja, können wir uns dann hier so separat nochmal mit daneben stellen. Damit dann auch die Tiere dementsprechend arbeiten lassen können. Dann hätten wir noch den verrosteten Autobienenstock. Kostet uns dann einmal 1500 Euro. Und den können wir uns auch dementsprechend auf den Hof platzieren, um es eben halt dann auch so ein bisschen, ja, optisch, so ein bisschen, ja, doch so ein bisschen optisch anzureichern. Dann hätten wir als nächstes einen Bienenstock Honigpalettenstation, wo wir eben halt dann bis zu 30 Paletten da eben halt dann, ja, generieren bzw. spawnen lassen können. Und wie man schon mal sieht, hier wird dann gleich gesagt, wenn wir das jetzt nochmal anklicken wollen und uns dann nochmal hinsetzen wollen, es geht nur einmal pro Hof. Ja, Kostenpunkt liegen wir dann da auch bei 200 Euro. Ja, der bzw. die Modderin schreiben aber auch noch mit dazu, weitere Bienenstöcke werden im Laufe des nächsten Updates hinzugefügt. Und da lassen wir uns dann auf jeden Fall mal drüber überraschen. Aber ich muss schon sagen, das ist jetzt für so ein bisschen, der auch so ein bisschen diese Honigzucht oder diese Bienenzucht drauf geht, schon recht interessant an der Stelle. Aber haut doch gerne in die Kommentare rein, ob ihr sowas auch für euren Hof nutzen könntet oder nutzen würdet. Oder eben halt dann, ja, dass ihr lieber in der normalen Landwirtschaft weiter tätig seid. Würde mich an der Stelle auf jeden Fall interessieren. Wer aber Interesse hat an eben halt dann diesen Bienenstöcke-Mod, den findet ihr aktuell bei PC, bei ModHub und gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und wir schauen uns mal kurz die Lok an. Ja, die Lok ist aktuell fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe mir das Ganze jetzt im Singleplayer angeschaut. Wie es jetzt auf dem DD-Server ausschaut, kann ich leider nicht dazu sagen. Ja, wählen darf da dieses Warning gerade auffällt, das ist einfach nur aufgetreten, weil ich das hatte einmal ausgeschaltet habe. Also in der Form. Keine Panik auf der Titanic. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.